Den eigenen Weihnachtsbaum stressfrei in kurzer Zeit aufbauen, das ist überhaupt gar kein Problem. So warm und gemütlich es in so einem Zimmer auch ist, den Baum besser nicht neben so einen Ofen stellen, da er sonst natürlich schneller austrocknet und frühzeitig anfängt zu nadeln. Damit ihr eure Wohnung nicht einsaut mit den ganzen Nadeln, haben wir nochmal eine Folie runtergelegt. Dieser Weihnachtsbaumständer ist mit einer Seilzugtechnik ausgestattet. Natürlich hat auch so ein Weihnachtsbaumständer gleichzeitig die Funktion des Wasserreservoirs. Und jetzt machen wir den Weihnachtsbaum. Ganz wichtig, jetzt noch einmal frisch abschneiden unten, damit er das Wasser besser aufnehmen kann. So, dann stellen wir ihn einfach mal gerade rein. Ja, richten ihn natürlich ein bisschen aus und betätigen das Fußpedal und schon steht er. Einfach alle ein, zwei Tage mal nachfüllen, hauptsächlich, dass man kontrolliert, dass diese Anzeige hier auf Max steht. Bevor wir uns ans Aufschneiden gehen, kontrollieren wir nochmal den korrekten Sitz, also dass er auch vernünftig gerade steht. Wenn er dann aufgeschnitten ist, braucht er ungefähr noch einen Tag, bis sich alle Äste vernünftig der natürlichen Form wieder angepasst haben. So, unsere wunderbare Nordmann-Tanne steht. Jetzt kann man mit dem Schmücken anfangen und regelmäßig daran denken, Wasser nachzufüllen. Und fertig. So, liebe Kinder, Weihnachten kann kommen. Und wenn ihr noch keinen Baum habt, dann sichert euch jetzt die Steder Nordmann-Tanne für nur 9,99 Euro. Für mehr Informationen klickt auf den Link in der Beschreibung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn euch unser Video gefallen hat, über ein Like auf Facebook, abonniert unseren YouTube-Kanal und folgt uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Steder, so muss das.